Name ist Günter Kleiber und bin seit 13 Jahren Drehorgelspieler und spiele zugunsten der Kinderkrebshilfe in Aachen und Umland. Gute viermal war ich jetzt auf dem Jahrmarkt an und dazu mal gekommen. Super Freundschaften mit den Schaustellern da geschlossen und ganz, ganz tolles Event. Ich möchte euch heute was erklären hier über meine Drehorgel, mit der ich meistens immer gekommen bin. Normalerweise gehört hier vorne noch ein Glockenspiel zu. Das hier ist eine Delaika aus Dinkelsbühl vom Drehorgelbauer gebaut und 44 Pfeifen und 26 Tonarten. Unten liegen die Basspfeifen, die kleine und mitteltöne hier vorne. Ich spiele mal kurz an. Meine Drehorgel, wie schon gehört, natürlich mit Lochband, wie früher die Orgeln. Eine Drehorgel wurde praktisch gute 1800, Anfang 18. Jahrhundert, etwa zum ersten Mal erwähnt, in ganz Europa, in Italien und England, sogar in der Kirchenmusik. Meine ist jetzt nicht so alt, bestimmt nicht, und verabschiede mich. Bleibt gesund und wir sehen uns demnächst. Auf Wiedersehen.